Shalom Leute, ich würde gern mal über ein Thema sprechen, was viele hier betrifft auf TikTok. Und zwar wurde TikTok Rap an Mittwoch für Religionen. Und ich finde es schade, dass wir Christen nicht mehr den Gekreuzigten verkündigen, sondern wir sind nur noch auf Debatten hinaus, nur noch Aufklärungsarbeit. Immer wieder kommt dieses Epheser, Epheser, Epheser. Wir müssen die Finsternis aufdecken und so weiter und so fort. Dagegen sagt ja auch keiner was. Das ist ja auch unsere Aufgabe. Das sollen wir ja auch tun. Aber es fehlt ein bisschen an Jesus. Was hat der Herr Jesus Christus am Kreuz getan? Es fehlt mir ein bisschen, wenn wir über den Herrn sprechen. Das, was er am Kreuz getan hat, die Tat dahinter, die Liebe, die er verbreitet hat. Ich sehe zu 99%, wie Christen auf Debatten gehen und den anderen widerlegen wollen, damit sie ein gutes Gefühl haben. Aber ich frage dich als Christ jetzt, und dieses Video geht wirklich nur an Geschwister. Ich rede nicht von irgendwelchen Papierchristen oder Namenschristen. Und ich frage dich, wie oft betest du denn auch für diese Leute, die du debattierst und widerlegst? Stell dir mal bitte diese Frage. Wie oft betest du denn auch für einen Muslim, mit dem du vorhin debattiert hast? Oder mit einem Buddhisten oder Hindu oder was auch immer? Wie oft betest du denn für deine Freunde und Familie, die gegen dich sind? Stellt euch mal die Frage, sehen die Leute euch liebevoll, voller Liebe oder sehen die Leute euch hasserfüllt, weil ihr die ganze Zeit am Debattieren seid? Ist Epheser wirklich 24,7, also der Vers, dass wir die Finsternis aufdecken sollen? Oder sollen wir den Gekreuzigten verkündigen, sein Wort verkündigen, Leute für den Herrn gewinnen? Ich wiederhole, ich sage nicht, dass wir nicht die Finsternis aufdecken sollen, denn das ist wichtig. Aber die Frage ist, wie oft deckst du die Finsternis auf und redest über andere Religionen? Und wie oft verbreitest du die Liebe unseres Herrn Jesus Christus und predigst das, was er am Kreuz getan hat? Wir brauchen jetzt auch hier keine Bibelverse aufschlagen. Meine Geschwister kennen die Verse. Und ich meine auch mich selbst. Wie oft beten wir für diese Leute und wie oft predigen wir sein Wort? Denkt mal bitte darüber nach, bevor ihr wieder diese App startet und live geht. Geht davor ins Gebet und der Herr wird euch schon sagen, was ihr zu tun habt. Und das Beste ist, was ihr machen könnt, und das sage ich zu 90% der Christen hier auf TikTok. Löscht diese App und geht raus auf den Straßen. Der Herr segne euch, meine Lieben.